Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von QS24, dem Schweizer Gesundheitsfernsehen. Ich bin gebeten worden, für Sie über das Thema zu sprechen, Silikate, das älteste Naturheilmittel der Menschheit. Silikate, also Siliziumdioxid, Tonmineralien, Naturzeolit. Mit diesen habe ich mich in den letzten 20 Jahren sehr beschäftigt und nehme das seit dieser Zeit auch täglich ein. Ich möchte Ihnen hier nur kurz eine Auswahl meiner Bücher. Gemeinsam mit meiner Frau haben wir diese beiden Bücher zum Zeolit geschrieben. Hier Lebenskraft durch das Urgestein und hier eine Kurzfassung Antworten auf 100 Fragen zum gesundheitsfördernden Wirkung des Naturzeolits. Also das ist mittlerweile ein beliebtes Silikat geworden und weil es also gesundheitsfördernd ist. Ich selbst nehme und meine Frau auch nehmen diesen Naturzeolit schon und auch noch den Montmorillonit, also einen Schichtton, seit über 20 Jahren täglich. Und das ist ein Verjüngungsmittel. In der Antike galt Silizium, also Silikate, Tonmineralien zum Beispiel, als Verjüngungssalze. Und schauen Sie meine Haardichte an oder meine glatte Haut mit 97 Jahren. Das habe ich in erster Linie diesen Silikaten zu verdanken. Ich habe gesagt, dass Silikate, also vor allem also die Kieselsäure, die Siliziumdioxid enthalten, das älteste Heilmittel der Menschheit sind. Wir können also, das geht zurück auf das alte Ägypten. Seit vor 3000 Jahren bei Hippokrates war das und in der Antike war vor allen Dingen die Siegelerde. Das waren meistens Tonmineralien besonderer Art. Die wurden gepresst und dann gelutscht. Und die Siegelerde wurde zu manchen Zeiten in der Antike teurer gehandelt oder wertvoller beachtet als Gold. Besonders hat sich mit der Kieselerde, vor allen Dingen mit Tonerden, der Avicenna, der in Samarkand in Usbekistan gelebt hat oder gearbeitet hat, beschäftigt. Er hat ein Buch geschrieben, Canon Medicinae, und dort hat er mehr als 100 Rezepturen von Tonmineralien beschrieben, darunter auch die essigsaure Tonerde, die heute teilweise noch in der Medizin gebraucht wird. Er hat in diesem Buch beschrieben, dass also grauweißer Ton bei Wundheilung, bei Geschwüren, bei Hauterkrankungen, bei Durchfällen, bei Blasenleiden, bei Blutungen und bei Bluthusten, zum Beispiel bei TBC, bei Verbrennungen und anderen helfen. Auch Paracelsus, der Arzt des Mittelalters, lobte vor allen Dingen den Ton der Insel Samos, also in Griechenland, so dass also die Silikate eigentlich das älteste Heilmittel und auch Schönheitsmittel der Antike gewesen ist. Schönheitsmittel deshalb, weil die Haut, wenn man die Hautumschläge macht, bleibt die Haut also frisch und gesund. Und die Königin Königin haben also gerade diese Hautwickel, die Haut, Gesichtshautmasken und so weiter angeführt, um ihre Schönheit und ihre Jugendlichkeit zum Ausdruck zu bringen. So, Silizium ist ein einzigartiges Urmineral unseres Planeten, kommt auf unseren
Planeten aber nur als Sauerstoffverbindung vor. Das einfachste ist das Siliziumdioxid, welches also das zweithäufigste Element unserer Erde ist. Die Erdkruste besteht aus 75% Silikalen und 12% nur Siliziumdioxid. Siliziumdioxid ist zum Beispiel Quarz, Bergkristall, Basalt, Glimmer, Feldspat, Rauchquarz und Kieselkohle. Also jedenfalls gibt es also viele dieser Gesteine, und die Quarz spielt ja heute auch in der Computertechnik eine große Rolle. Die Erdböden unseres Planeten sind zu mehr als 40% aus Silikaten, aus Aluminiumsilikaten. Das sind die fruchtbarsten Böden, also zum Beispiel Ton, Lehm und Löss. Ohne die würde also keine Pflanzen wachsen. Und wir werden heute sehen, wenn Sie Brennnesseln sehen, wenn die mächtig wachsen, Brennnesseln sind zum Beispiel siliziumhaltig, dann ist der Boden reich an entsprechenden Silikaten. In den letzten Jahren hat sich ganz besonders herausgebildet, ist bekannt geworden, der Naturzeolith, weil die also ganz besondere Eigenschaften hat. Aber auch Montmorillonit, mit Synonym Smectic und Bentonit bekannt, sind in der Heilkunde, in der Naturheilkunde vor allen Dingen, haben Verbreitung gefunden. Der Zeolith, hier ist eine Abbaumine in Gördes in der Türkei. So sieht er aus, so kommt er also vor. Und jetzt kommt aber das Beste, wenn man den jetzt malt in kleinen Körnchen, ungefähr um 10 Mikrometer, dann sehen diese Körnchen aus wie ein Schwamm. Und dieser Schwamm dient den Ionenaustausch hat also schon auch in der Technik in entsprechender Weise seinen Widerhall gefunden. Man stellt mittlerweile auch künstlichen Zeolith hervor, um für spezifische Stoffe den Ionenaustausch zu gewährleisten. Zum Beispiel wird das Blei aus dem Benzin durch künstlichen Zeolith herausgeholt. Und im menschlichen Körper kann die wie Schwämme aussehen, Mineralien zuführen und Gifte entfernen. Der Zeolith hat an sich eine Zwei-Komponenten-Wirkung. Die eine ist die klassischen Zeolith, Funktion. Und das zweite ist, dass es, wenn es in den Körper kommt, kolloidales Siliziumdioxid freisetzen kann. Und somit haben wir noch diese Siliziumwirkung, die sonst auch durch Pflanzen und Wasser zugeführt werden können. Aber Zeolith macht beides. Also, für Zeolith hat eine bestimmte Funktion, auf die ich gleich eingehen werde, und hat also auch entsprechende Siliziumdioxid-Wirkungen. Welche Funktion hat der Zeolith? Diese Körnchen dienen also einmal der selektiven Ionenaustausch. Ich betone selektiver Ionenaustausch, weil die Röhrchen, die Kanälchen, die Sie gesehen haben, sehr unterschiedlich sind, sodass also angepasst an bestimmte Ionengröße, die dann ausgetauscht werden können. Diese Kanälchen sind also 0,7 Nanometer etwa groß, 0,4 bis 0,7 Nanometer. Dann hat Zeolith eine Sorbettwirkung, also kann Gifte aufnehmen und ist für die Detoxikation geeignet. Auch ein
Oxidantien-Effekt ist nachgewiesen, also Fänger von freien Radikalen. Ganz besonders wurde Zelit eingesetzt von Bindung von Radionukleiden und eben dann kann der Zeolit viele Mineralien zuführen, die in ihnen enthalten sind, aber ganz besonders eben das Siliziumdioxid, was uns dann sehr dienlich ist. Der Ionenaustausch funktioniert dann gewöhnlich so. Wenn wir haben in unserem Körper viele Gifte und Mineralien fehlen uns auch. Und wenn wir Zeolit einnehmen, dann werden Gifte aus dem Körper herausgezogen und Mineralien, darunter eben auch das Siliziumdioxid, werden dem Körper zugeführt. Das ist also eine eigenartige Eigenschaft vom Naturzeolit, deshalb ist er auch, erfreut er sich größter Beliebtheit. Warum betone ich das so? Wenn wir heute Untersuchungen machen von unseren Nahrungsmitteln, dann können wir feststellen, dass sie der größte Teil nicht die Mineralien mehr hat, die sie zum Beispiel vor 100 Jahren gehabt haben. Und das ist, dadurch kann ein Gesundheitsverlust auftreten. Wir brauchen dringend Mineralien. Und die Untersuchungen, die ich durchgeführt habe, zeigen, dass viele Menschen Mineralmangel haben. Und wir konnten das mit Zeolit ausgleichen, und zwar bei mir selbst. Und dann die Giftstoffe. Wir sind umgeben von Giftstoffen. Unterliegen wir einer Schleichenvergiftung. Das Gift ist in Wasser, das Gift ist in der Luft, das Gift ist in unseren Nahrungsmitteln und im Boden. Überall sind Gifte. Fast täglich hören wir lesen wir in den Medien, dass also Gift in Eiern ist, giftige Zusatzstoffe in Lebensmitteln, in Meeresprodukten zum Beispiel und besonders giftig sind noch die Bisphenole in den Plastikflaschen und Plastikverpackungen. Also wir haben sehr viel Gifte, nehmen wir zu uns, und vor allen Dingen Feinstaubpartikel, die wir einatmen, und die führen wiederum zu den verschiedensten Vergiftungen, chronischen Erkrankungen der Lunge, des Herzens, der Niere und Schwächung des Immunsystems. Und deshalb ist es notwendig, dass wir unbedingt dieser schleichenden Vergiftung entgegengehen, Entgegenwirkungen durch die Zufuhr von Naturzeolit, der dann als Pulver geliefert wird und den man dann verwendet, um als Getränk, als Suspension auflöst und langsam trinkt. Zum gesunden Lebensstil muss heute die Entgiftung zählen. Unbedingt ist sie notwendig, weil die viele chronische Krankheiten hervorruft. Und wenn wir die Entgiftung vorgenommen haben, brauchen wir keine anderen Medikamente mehr. Ja, es wird sogar eine solche Gefahr besteht mit der Vergiftung, dass schon im Mutterleib der Gift ist und die Kinder der Schwangeren vergiftet werden. Hier gibt es also eine Reihe von Artikeln von amerikanischen Wissenschaftlern, die untersucht haben, dass in der Gebärmutter von Schwangeren Gifte enthalten waren, nicht nur eins, sondern mehrere. Und die schädigen natürlich wieder die Kinder. Und das muss man berücksichtigen. Eine Schwangere müsste auch ständig einer Entgiftung unterliegen, damit sie also ein gesundes Kind bringt. Ich würde zum Naturzeolit raten, obwohl das
für Schwangere nicht zugelassen ist. Aber das ist ein harmloses Natur-Zeolit, hat keine unerwünschten Nebenwirkungen. Das Einzige, wenn man zu wenig trinkt, dass man vielleicht Verstopfung bekommen kann. Aber sonst hat es keine giftigen Nebenwirkungen, ist giftfrei und kann also auch eigentlich gar nicht überdosiert werden, weil es wieder, was nicht gebraucht wird, ausgeführt wird. Ich will hier nur kurz ein paar Beispiele anführen, wie Entgiften der Zeolit wirkt. Es ist hier eine Untersuchung an Bergarbeitern, die 25 Tage, die also fleischverseucht waren und die 25 Tage Zeolit eingenommen haben und das Fleisch in ihren Körper reduzieren können. Und hier ein weiteres an 157 Männern. Wurde untersucht, die verschiedenen Giftstoffe, Cadmium, Blei, Kupfer, Chrom und Nickel. Und mit Zeolit, das ist der oben, das Schwarze ist die Ausgangssituation, die roten Zahlen geben die Endzahl nach der Therapie an. Auch wieder etwa ein Monat Behandlung mit täglicher Einnahme von Zeolit. Und sie waren also entsprechenderweise entgiftet. Ich will hier bei dieser Gelegenheit noch einwenden, dass ich laufend Haaranalysen von mir machen lasse und immer mindestens alle in zweijährigen Abständen und immer feststelle, dass ich ausreichend Mineralien habe und keine Giftstoffe enthalten sind. Das ist für mich also selbst auch beruhigend. Außerdem kann der Zeolit auch die geballten Erythrozyten, also roten Blutkörperchen, die zum Beispiel bei Pilzkrankheiten, aber auch bei Bestrahlung mit Elektrosmog auftreten können, kann der Zeolit auflösen und wieder normale Blutverhältnisse herstellen. Nun ganz besonders ist zu erwähnen die radioprotektive Wirkung von Natur-Zeolit. In Hiroshima und Nagasaki, wo die Atombombe der USA 1945 gefallen ist, hat man zur Bindung von Radionukleiden erstmals Natur-Zeolit eingesetzt. Dann war 1979 der schwere Reaktorunfall in Three Mile Island in Harrisburg in USA. Und auch dort hat man Zeolit eingesetzt, um die radionukleide Strahlung zu binden. Und ganz besonders war es in Tschernobyl in der Ukraine, als 1986 die Reaktorkatastrophe war. Dort hat man 500.000 Tonnen Zeolit herangefahren, um zum Beispiel auch den Dnieper, der verseucht war, sauber zu machen, um den Boden sauber zu machen, um die Häuser sauber zu machen. Das alles hat man als entsprechende Lösung, also Suspension gemacht. Und auch bei der Reaktorkatastrophe in Fukushima wurde Natur-Zeolit eingesetzt, um das Wasser zum Beispiel zu säubern. Hier sind also Großeinsatz und auch bei Menschen, Kindern wurde zum Beispiel in Tschernobyl Zeolit in Keksen und in Schokolade angeboten. In USA, in Nevada, hat man einen Zeolitberg entdeckt und hat das als für Atommüll verwendet. Leider wurde, weil dagegen eventuell Erdbeben entstehen könnten in dieser Gegend, hat man das wieder eingestellt. Jedenfalls hat man eingekramt in den Zeolitberg einen Tunnel und hat dort den Atommüll in USA hereingebracht. Und damit ist das ist der sicherste Platz für Atommüll. Man müsste also auch hier in Europa, wo Atommüll auch in Mengen anfällt und unsicher aufbewahrt ist, müsste man den Zeolit oder Zeolitberge, die vorhanden sind, ganz abseits mitverwenden, um den Atommüll zu beseitigen, wenn er nun schon anfallen muss. Das sind nur einige Wirkungen von dem Natur-Zeolit, die er hat.
Und nun das Silizium. Im Körper wird als das Siliziumdioxid, als kolloidales Silizium, kolloidal sind alle unsere Körperflüssigkeiten, Blut, Tränen, Urin, also die Kolloidalität spricht für die entsprechende gute Bioverarbeitung. Hier sehen Sie, Siliziumdioxid als kolloidales Silizium ist in dem ganzen Bindegewebe und somit also in allen Organen vorhanden. Siliziumdioxid gilt auch als das Organ des Bindegewebes, des flüssigen Bindegewebes, der extrazellulären Matrix, die Silizium hält die sauber und entgiftet auf und führt auch hier wieder die entsprechenden Mineralien oder kompensiert die Gifte und führt sie entsprechend aus. Und Siliziummangel haben heute ist also auch viel bekannt. Die amerikanische Lithiumforscherin Edith Kaleisler hat sich damit beschäftigt und hat zum Beispiel Tieren Silizium gegeben haben Siliziummangel, das sind gleichaltrige Tiere und mit Silizium und bei Siliziummangel bleibt das Wachstum entsprechend zurück. Und deshalb ist es also notwendig, dass man den Kindern ausreichend Silizium gibt, wobei also nachgewiesen wurde, dass eigentlich zur Knochengesundheit wir Silizium brauchen und nicht Calcium, was irrtümlicherweise ist. Auch bei Osteoporose hat Naturzellit und Silizium gute Effekte gehabt, und während Calcium keinesfalls diese Effekte hat. Das ist ein Irrtum der Medizin, dass Calcium Osteoporose hilft. Calcium kann das Gegenteil bezeichnen. Bei Osteoporose ist Siliziumdioxid, also auch Naturzeolit, zu verwenden. In England hat ein Dr. Hugo Dowsing hat dort viele Untersuchungen gemacht mit pflanzlichem Silizium und hat die Knochengesundheit in vielen Studien belegt. Und aus den Nahrungsmitteln hat er das zugeführt und kritisiert auch, dass viele Nahrungsmittel zu wenig Silizium enthalten sind. Dann wurde in Frankreich, hat eine große Forschergruppe das Trinkwasser untersucht und festgestellt, dort, wo das Trinkwasser viel Siliziumdioxid enthält, dass dort die Altersdemenz verhindert wurde. Wir haben über 7000 Teilnehmerinnen über 75 Jahre untersucht und dort, wo Siliziumhaltiges Wasser getrunken wurde, wurde Gedächtnis und Konzentrationsleistungen wurden geprüft, waren im Alter ausgebildet. Wenn es in Lithiummangel im Wasser war, war das ein Risiko, am Alzheimer zu erkranken. Und schließlich noch ein Hinweis. Schon 1932 hat ein Dr. Goldstein, der in der Eifel in der Stadt Daun gelebt hat, war eine Quelle, die Dunaris-Quelle, und die hatte festgestellt, dass die einen hohen Gehalt an Siliziumdioxid hat, und die Leute, die von der Dunaris-Quelle ihr Trinkwasser bekamen, hatten eine sehr niedrige Erkrankungsrate an Krebs gegenüber allen anderen Quellen in ganz Westeuropa. Gleiches hat auch der Siliziumforscher Voronkov in Russland festgestellt.
ich möchte noch sagen, dass auch unsere Tiere doch durch die Silikate leben. Wir haben das hier auf diesem Acker, der aus rotem Ton ist, das ist in der Türkei, befanden sich im Sommer drei Pferde und zwei Esel. Und da wurde Wasser reingelassen in die Furchen. Und was machten die? Mit den Vorderpfoten rührten sie um und tranken dann dieses siliziumhaltige Wasser. Also es ist bekannt, dass alle Tiere Tonmineralien fressen oder trinken und damit ihre Gesundheit erhalten, besonders Tiere in der Wildnis. Und deshalb möchte ich also auch allen Menschen raten, doch sich mit den Silikaten, die Silikate zu nutzen und sie zu verwenden für ihre Gesundheit. Aber das möchte ich dazu sagen, nur als Medizinprodukt zertifizierte Zeolit sind zu verwenden, andere keinesfalls. Ich wünsche Ihnen deshalb gute Gesundheit mit den ältesten Heilmittel und Schönheitsmittel der Menschheit, dem Silikaten.